Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem ein bisschen anderen Video, denn heute gibt es auf diesem Kanal eine Livestream-Zusammenfassung von der Apple Keynote und nicht irgendwie, wo ich die Infos zusammentrage, wie es auch schon Jonas und Felix hier im Studio gemacht haben, sondern wirklich einen richtigen Livestream und davon einen Zusammenschnitt. Denn gestern haben wir auf dem Kanal von Julian, vielleicht habt ihr das Ganze mitbekommen, einen richtig ausführlichen Livestream zu der Apple Keynote gemacht. Und heute gibt es diesen Livestream ein bisschen komprimiert zusammengeschnitten für euch nochmal hier auf diesem Kanal. Falls euch dieses Video gefällt, weil das ist ein kleines Projekt, würde ich einfach mal sagen, oder ein Pilotprojekt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Dann wissen wir nämlich, dass ihr davon mehr sehen möchtet. Dann könnten wir das nämlich nochmal am 22.09. machen, wo nämlich Tesla den Battery Day hat. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Zeit läuft, heißt Time Flies auf Deutsch, wirklich. Ich dachte, ja, die Zeit verfliegt. Zum Glück gibt es hier viele verschiedene Keynotes, die wir gucken könnten. Die oder die oder die. Ja, lass mal die mit dem dunklen Blau nehmen. Eine Sache müsst ihr echt wissen, Leute. Julian, Patrick und Jonah haben sich die letzten 4 Stunden gefühlt den Arsch aufgerissen, um hier das Setup aufzubauen. Es ist auch nicht das cleanste Setup, was ich je gesehen habe. Nein. Deswegen doppelter Respekt, dass hier alles so kreuz und quer verkabelt ist und trotzdem funktioniert. Also ich hoffe mal, dass es funktioniert. Aber es ist echt großer Respekt an die Jungs. An der Stelle will ich mal eine Frage stellen an die Leute. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch sitzen eigentlich gerade auch mit Freunden da und gucken die Keynote? Das würde ich gerne mal wissen. Ganz viele schreiben, schon mal bei Felix alleine. Ich sitze hier forever alone. Wie bitte? Nein. Okay, ihr seid nicht alleine, Leute. Wir sind bei euch. Wir sind bei euch. Wir kümmern. Wer sagt hier in der Runde, dass ein iPhone vorgestellt wird heute? Wer sagt es? Raise your hands. So über 50% Wahrscheinlichkeit, dass ein iPhone vorgestellt wird. Nein, safe nicht. Es wird kein iPhone kommen. Alle sind so pessimistisch geworden. Ach komm, ja. Daniel Tagan schreibt, bin ich hier richtig beim Samsung-Event? Ja, völlig richtig. Das ist der Battery Day von Tesla heute. Wenn Corona irgendwann das Ganze wieder zulässt, müssen wir einfach so ein riesen Event draus machen, dass die Leute nicht alle alleine ihre Keynote gucken müssen. Ja, so das ist eine Public Viewing. Ja. Das ist eine richtig geile Idee, Jonas. Ja, und dann gibt's meine Mate und das Friesentee und alles, was man braucht. Es geht los, oh, Leute, yes. Es geht los. Geil. Ja. Sind wir denn jetzt in den Schlauch reingekommen? Das sieht aus wie so eine Darmspiegelung. Apple Watch, das ist Apple Watch, ja. Das ist der Herzen, der Series 6. Today we're focusing on two products that have played integral roles in people's everyday lives. Apple Watch and iPad. Here's Jeff to tell you what's next. Apple Watch has made a profound impact on so many of our customers' lives. Wann meint ihr, haben die das aufgenommen? Vor 4 Wochen, glaube ich. Vor 4 Wochen schon? Ja. Wie viel Technik in so einem kleinen Gerät? Also wie viel Technik soll es sein? Ja. Let's head outside and take a look. War der Übergang? Der Übergang? Okay, okay. Oh, oh. Alter, geil. Boah, was ist das? Hä? Big Sir wahrscheinlich. An even better always-on display? Du kannst auf dem always-on display deinen Höhenmeter anzeigen lassen beim Wandern. The GMT face shows multiple time zones at once and takes into account where you are. Okay, aber das sind jetzt alle Software-Features, oder nicht? Ah, da war der Display-Rand zu sehen. Der Display-Rand war auch zu sehen. Der Display-Rand ist aber nicht dünner geworden. LOL. Brings your favorite Memoji to your watch. Ah, das bin ich. Das war wirklich, sah fast so aus wie mein Memoji. Dafür, dass Apple eigentlich so eine Firma ist, die einem alles vorschreiben will, hat man da echt extrem viele Anpassungsmöglichkeiten. Ich glaube, es gab noch nie so viele Anpassungsmöglichkeiten. The Solo Loop. The Solo Loop is remarkably simple. No clasp, no buckle, no overlapping parts, just one continuous piece. Made from custom liquid silicone. Und wie kann man den in der Größe anpassen? So gute Frage, wie ändert man den in der Größe? It's available in a range of sizes, so you can find your most comfortable fit. And the first is an entirely new way for families to use Apple Watch. And here's Deidre to tell you all about it. Hallo. Family setup enables greater independence for your kids or older parents. Was ich halt richtig clever finde an der Apple Watch,
ist, dass sie jetzt halt die SE trotzdem super neu wirken lassen können. Einfach mit den ganzen neuen Bändern, die ja aber generationenübergreifend immer verfügbar sind. Was kostet die Series 6? $3.99 Ach, die Series 3 behalten sie aber trotzdem noch. Die wird dann noch günstiger. Das ist schon nicht schlecht, ja? Das ist schon crazy, jetzt auf Produkte als Werbung quasi drauf zu drucken. Bis 2030 sind wir übrigens CO2-neutral. Darüber habe ich eine Uni-Arbeit geschrieben. Die machen extreme Fortschritte und sind auch schon jetzt in vielerlei Hinsicht, gerade was Recycling von den iPhones angeht, sind die eigentlich so mit einer der wenigsten Smartphone-Hersteller, die überhaupt groß skaliert ihre Produkte zurückrecyceln. Nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie interessant, so das Versprechen, bis 2030 carbonneutral zu sein, halt jetzt auf die Produkte drauf zu drücken. Aber wenn es nicht Apple macht, welche Firma soll es denn sonst machen? Nee, die sollen das machen. Die 500 größten Firmen sind für 70% des gesamten CO2-Ausstoßes. Die sollen das machen. Genau, gerade die müssen sowas machen. Nein, nein, die sollen das machen, aber sollen sie damit werben? Das ist die Frage. Wir reden jetzt schon fast 30 Minuten über die Apple Watch, als ob, also Real Talk, als ob ein iPhone kommt. Da kommt kein iPhone. Zwei Stunden ist die angesetzt, ne? Genau. Imagine a future was passiert jetzt? Day, machine learning will give you the power to track your sleep. Ja, Mann. Imagine. Excuse me, ma'am. Yes? Can I help you? Yeah, this already does that. Oh, I didn't know that. Feuern einfach so auf einen ab. Wie sportlich soll der Shot aussehen? Ja. Fitness Plus? Nein! Das ist ja mal übertrieben geil und längst überfällig gewesen, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ja. Könnte am Ende dann auch Teil dieses Abo-Modells sein, ne? Die hatten ja überlegt, ein Abo für alles zu machen. Ja, stimmt. Haben wir wieder einen Dienst mehr. RIP Pamela Reif. Wer? Pamela Reif ist so die mit dem erfolgreichsten Fitnessprogramm jetzt gerade auf der Welt. Ja, ist es interessant für euch, was sagt ihr? Würdet ja, ich will es unbedingt ausprobieren. Ich mache ja so schon immer Yoga mit dem Fernseher. Du machst Yoga? Ja. Preis 9,99 und $79. Ja. Share with other family members. Guck mal, Ellie, da haben wir schon mal $5 pro Person am Ende des Tages. Wahrscheinlich macht das Abo-Paket am Ende dann doch Sinn, weil es wird einfach, das werden zu viele Services. Ja. Ah, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Hä? $19? Zeit für ein Family-Account. So, eins in Chat. Wer bucht sich ein Paket? Eins in Chat. Eins in Chat. Eins in Chat, wer eins der Pakete bucht. Also ganz ehrlich, ich finde, es ist richtig clever von denen, dass sie das machen. Mega. Es stärkt einfach das Ökosystem noch so hart. Oh, das ist super cool. Also bisher sind auch irgendwie gar keine richtigen Überraschungen dabei, muss man sagen. Ne? Also alles, was bisher doch Fitness. Fitness Plus, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Oh ja, jetzt hauen sie richtig raus. Jetzt flexen sie einfach nur noch rum mit ihren Prozessoren. Altes Design einfach Schmutz, schreibt jemand, stimme ich komplett zu. Ich glaube, das ist tatsächlich für viele Leute das interessanteste iPad. 379 Euro. Mit PC-Power-Adapter. Geil. Das ist 10 neu. Stunden Akku? Ja, das ist der Jonas, durch. Der hat hier die Details. Ah, $329. Ja, aber $299 für Education, sehr geil. Introduce an all new, completely redesigned iPad Air. And here it is. Hey, baby. Oh mein Gott. Was? Grünes Aluminium? Ja, und jetzt, da sieht man das Logo. Und jetzt pass auf, A14 Prozessor, jetzt kommt's noch. Das zum Beispiel ist so ein Punkt, auf den kann ich gut verzichten auf Face ID. Da spare ich lieber ein paar Euro und hab Touch ID im Power. Ja, aber 120 Hertz, willst du wirklich nicht 120 Hertz? Ich sag's euch, wie es ist. Genau dieser Power-Button, so wie wir ihn jetzt gerade sehen, wird genau so ins iPhone kommen. Zusätzlich zu Face ID wegen Corona. A14 Bionic. Nein, was? Hä? Industry-leading performance. Powerful custom technologies. Ah, aber weißt du, aus welchem Winkel das Sinn macht, dass sie jetzt den A14 vorstellen? Sie branden ja das iPad so ein bisschen als den Computer und ihre Computer werden ja auch in Zukunft Apple-eigene Chips haben.
Und ich glaube, dass sie eher nicht so rangehen werden, dass sie sagen, guck mal, unsere Computer sind so stark, die haben sogar den Prozessor aus dem iPhone, sondern eher andersrum, dass sie sagen, hey, unser iPhone ist so stark, das hat sogar denselben Prozessor wie die Computer. Ja, Landscape Stereo Speakers, geil. Ich finde die Übersicht mega geil. Ich glaube, ich hole mir ein iPad Air. Ich nutze gerade noch kein iPad, aber... Welche Farbe würdest du? Blau. Ich glaube, für uns ist es ganz cool, oder? Ja. Ja. Aber wenn man sich doch die Keynote in den Kalender gepackt hat, stand da doch 2 Stunden, oder nicht? Keine AirTags. Wir können ja noch mal ein bisschen darüber reden, was wir jetzt von der Keynote halten. Das ist schon eine coole Keynote gewesen, muss man sagen. Aber ich muss auch sagen, dass ich AirTags irgendwie noch erwartet hätte. Oder wenigstens HomePod Mini kam nicht. AirPod Studio kam nicht. So ganz viele Sachen, iPhone sowieso gefehlt. So. Es war absolut nichts, rein gar nichts mit Augmented Reality. Ja. Und fast und auch richtig viele Software-Features einfach nur. Ja, also, die wir alle schon kannten. Ja, ja, genau. Ja. Das war jetzt eigentlich echt weniger als gedacht. Ja, Yannick schreibt auch gerade hier noch in den Kommentaren, Fitness kommt nicht sofort in DE. Kann ich mir auch vorstellen, alleine wegen der Sprachbarriere. Nicht in Europa hat die man sogar geschrieben. Also, ja, das wäre natürlich crazy. Sind ja wahrscheinlich auch alle auf Englisch dann produziert, diese Workouts. Paul X schreibt übrigens, dass wir am, ach, jetzt ist es weggerutscht, Sekunde, am 30.09. ein neues Event kriegen. Das oder stand in der Kalender-App im iPad-Trailer. Ach was. Ich möchte mich noch einmal bei den Zuschauern bedanken. Ich möchte mich einmal bei den Mädels bedanken. Ja, danke nochmal. Hier fürs Catering. Fürs Catering, aber auch fürs Helfen hier aufzubauen. Felix, willst du auch nochmal Ciao sagen? Willst du nochmal Tschüss sagen? So, sorry, dass ich jetzt kurz weg. Ich musste kurz Jonas die Keynote vorbeibringen. Ja. Der ist hier gerade schon heftig im Schnitt. Ich sag's euch, 10 Minuten noch, das Ding ist online. Checkt Jonas aus, checkt uns bei Social Media aus. Und dann alles klar. An der Stelle. Ciao. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.